Jetzt auch mit Ladebildschirm. So, Freunde der geübten Weltraumschelle, kommt zu Star Wars Outlaws. Dem Spiel mit dem meisten oder dem höchsten Kleptomanie-Anteil. Hab wohl ungünstig gespeichert beim letzten Mal, deswegen knacke ich nochmal hier dieses Schloss, indem ich hier im Rhythmus auf die Taste hämmer. Easy. Kantochips. Das hatten wir schon. Und jetzt muss ich irgendwen anderen noch beklauen. So wie den, ja. Schauen Sie kurz weg, mein guter Herr. Ciao. Verbrauchte Energiezelle. Ah, so, das ist hier Folge 2, die ich aufnehme. Das Spiel ist leider jetzt schon zu gut, als dass ich es wirklich zugeben möchte. Das macht bisher, also ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so viel gesehen, aber es macht jetzt einfach schon so unfassbar viel Spaß, die ganze Scheiße hier wegzuklauen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier noch was übersehen. Irgendwas habe ich noch übersehen. So, und ich hoffe, es ist für euch nach wie vor in Ordnung, dass die Ränder da mit dabei sind. Ich werde das eiskalt wohl durchziehen. Wird dadurch erstmal 800 Milliarden Abonnenten verloren. Ja, okay, die drei Abonnenten, die ich habe, die kann ich vielleicht verlieren, aber, man möge mir verzeihen, aber ich finde das irgendwie, das passt irgendwie zum Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das halt sagen soll. Das, was man sehen soll, das ist einfach mit drauf. Ja, machst du nix, ne? Ich glaube, ich rieche schon wieder eine Erkältung. Oh, ich hasse es. Das ist, wenn man den ganzen Tag am Labern ist. So, vielen Dank. Ah, okay, die werden darauf gerechnet. Ja, beim letzten Mal dachte ich, das wären insgesamt so viele Credits gewesen. Ich habe mich geirrt. Geil, hier steht auch so ein Automat einfach rum. Was ist eigentlich, wenn es hier regnet? Regnet das eigentlich hier? Und wie viel Feuerwerk haben die eigentlich? Oder ist ja. Eigentlich ziehen die nur die ganze Zeit auf die Jäger, die da rumfliegen. Auf diese kleinen Patrouillenbötchen da von den Polizisten. Wo treffen die nicht? So, wie sollen wir wieder wen beklauen? Klauen kannst du im Zirkus, aber hier möchte ich irgendwen um sein hart erklautes Geld erleichtern. Ich ihm quasi, na, also quasi fair und ehrlich weiterklauen. Was ist das hier eigentlich? Hä? So ein Tisch im... Ja, so ein Tisch platziert im Wasser. Oder ist das gewollt? Naja, bei Star Wars ist man sich so... Ja, okay, der baut diese... Der stellt diese Tische her. Geil, der eine macht die Türen, der macht die Tische. Der nächste macht die Türklinken. Was war das denn? Okay. Okay. Ist halt wieder nach wie vor doof, dass sie K heißt. Dann kann ich mir die ganzen... Da kriegt okay halt eine ganz andere Bedeutung, aber... Also keine schlechten Wortwitze oder sonst irgendwas. So, der lässt mich... Cool. Guck dir mal die Öfen an. So ein Flitzerklon. Die lassen mich wahrscheinlich nicht rein, ne? Ach, die sehen viel zu nett aus. Die lassen mich auf jeden Fall rein. Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Aber ich hab doch Geld. Ich hab doch Credits. Lass mich doch rein. Ich will doch bezahlen. Komm, nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Wir suchen uns unseren eigenen Eingang. Als ob das hier, ne? Als ob ich das hier mitmache, ihr Schweine, ey. Schaut euch meine Brieftasche an. Prall gefüllt. Okay, dann hat er seinen Wein vergessen. Die weinende Gasse. Hab ich da auch? Ja. Achso, ja, ich bin einfach zu dumm, um... Gott, ich kam da wahrscheinlich auch eher rein, oder? Ich hätte einfach nochmal auf B drücken müssen. Fail. Boah, gib's zu. Einmal im echten Leben
einmal im echten Leben da drin sitzen und damit durch die Gegend fahren. Ja, die fahren ja immer so mit ihren 8 Milliarden km/h da durch die Wüste. Hätte ich auch Bock drauf. Außer, dass dann vielleicht der Gegenwind dir die Haut vom Leib zieht. Jetzt gibt es kein Zurück. Aber das war's wert! So, der Beat. Easy. Gutes Minispiel. Schließen. Kann ich da noch irgendwas tun? Ich kann nix. Ach, nix kann das wieder schließen. Cool. Ich kann den auch irgendwie so ich kann den auch so irgendwo hin packen. Ja, komm, erstmal streicheln. Ey, komm, Komm her. Ey, kommst du jetzt? Doch. Ja, guter Junge. Die Katze. Ich nenne es einfach Katze. Festhalten, Nix. Elgato. Es geht aufwärts. Hä, wo geht's denn? Ach so. Natürlich hat die einen Enterhaken. Ist so ein bisschen so BD8, ne? So als Katzenvieh. Boah, das wäre so unfassbar geil, wenn... Also ich meine, das ist ja das gleiche Universum, in dem auch Cal Kestis ist, ne? Und wenn die sich da irgendwie über den Weg laufen würden. Boah. Wie ich's dir beigebracht habe. Jesus F. Christ, das würde ich so unfassbar feiern. Drückst du den Knopf für mich, Nix? Nein! Ich muss mir mal so ein Fünfer in die Hand drücken. Das hat aber nicht von mir gelernt. Weiter so. Gott, würde ich das feiern. Ich habe mich schon so ganz leicht spoilern lassen, dass man ja hier auf einige Star-Wars-Charaktere trifft, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Und ich freue mich jetzt schon den Arsch ab. Ich entschuldige mich für die, für das Vulgäre, aber, ne? Ja, perfektes Timing. scheiße gelaufen, ne? Oh Gott, stell dir mal vor, du stolperst so und fliegst da so mit dem Schädel da so. Ah, nee, danke. Schließen. Bisschen Privatsphäre hier, ja? So. So, wieder mit diesem typischen Blaulicht. Ja, cool. Ups. Das wäre so fast mal gut, machst du so eine Tür auf, so ist da so einer so, ey! Zieht sie wieder die Tür zu. Da wären wir. Find einen Weg in den Club Tarsus. Nicht? Einer von den... Ah, ich vergesse immer, wovon die... Welchen Planeten die sind. Nicht Gamorreaner, das sind die anderen. Also eine der anderen. Delphis ist heute im Casino. Eines ihrer Fatiere tritt beim Rennen an. Warst du im Casino? Nein. Und du? Nein. Es soll richtig schön sein. Boah. Kurz gehen. Sorry. War's das jetzt, oder? Okay. Ich dachte, hier noch weiter. Gott, wie heißen die? Ah, Rodiana, danke. Boah, danke, Gehirn. Wolkenstadt. Heute ist es mal wieder wolkig. Morgen Wolken. Und ja, den Witz habe ich geklaut. Sorry. Ja, hier ist so richtig Party. Are you ready? Uts. Ja, hier haben wir der Smear Lab. Der gute alte Smear Lab. Diese Atmosphäre mal in Star Wars zu sehen. Verhalte dich unauffällig. Überrascht mich echt. Komm jeden Tag hierher. Sehr, 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 sehr positiv. Sehr positiv. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Oh yes. Sei ehrlich mit mir. Sei ehrlich mit mir. Hättest du jemals gedacht, dass du sowas hier in einem Star Wars Spiel siehst? Oder generell irgendwie bei Star Wars?
Jo. Ich feier das gerade so unfassbar stark. Muss mal ansehen. Jo, die gehen richtig mit. Ich sehe jetzt hinten da den DJ erst, den Drummer. Boah, ey, Gänsehaut gerade, unfassbar. Ich nehme mal die Atmo mit. Ey, Gänsehaut bis überall. Überall. Könnten vielleicht ein paar mehr Leute sein, aber naja. Der Drummer ist so geil, unfassbar. Der Drummer ist das Beste. Ich soll gleich mal eben gucken, ob ich für das Video mal ein richtig geiles Thumbnail kriege. Benötigt Schlüsselkarte für Club Tarsus. Der Boss hat anscheinend Probleme mit Kryopeden in seinem Büro. Ja, die kommen durch die Luftschächte rein. Ich wollte sie vertreiben, habe aber meine Schlüsselkarte verloren. Ich helfe dir beim Suchen. Nach der nächsten Runde. Deshalb arbeite ich so gern mit dir. Natürlich. Ja, diese... Wie haben sie die genannt? Zyopeden? What the heck? Chiropraktiker. Okay. Mein Gott, jetzt hab ich die wieder vergessen. Hier, Bosk. Der Kopfgeldjäger. Ich finde, da kommt dieser... Da kommt jetzt gerade der Kinomodus richtig, richtig gut. Die nächste Lieferung kommt bei Sonderaufgang. Junge. Kein Wasser. Die Auktion beginnt, sobald sie hier sind. Alter Falter, Junge, ey. Komm, gib mir mal hier mit die Band. Gib mir die Band. Guck mal, das ist doch ein Bild hier, so ein Foto machen. So, da habe ich auch direkt hier, meine Dateien preisgegeben. Oh nein! Aber irgendwo muss ich das ja speichern. Geil, ich kann sogar die Tageszeit. Okay, anzeigen, nix anzeigen. Ha, nix anzeigen. Ha, dann zeigt ja gar nichts an. So, aha. Aktive Kamera, was ist denn Kamera? Aha. Linse, Spielkamera. Yo! Ah, das ist so ein bisschen zu... Pass auf, das muss ich jetzt leider mal eben machen. Sucher aus. Foto machen. Ja, mal so ein bisschen so... Boah, da, ey, die Bilder, die du machen kannst. Junge! Ich bin gerade so ein bisschen... Ey, kann ich hier raus? Ja, Fotomodus verlassen. So, okay, komm. Irgendwas vom Spiel möchte ich heute auch nochmal sehen. Kann ich da mitmachen? Das ist mein Club. Ey, ganz ehrlich. Eine glatte 11 von 10 für den Drummer. Aufheben. Oh ja. Alter Comlink. Wenn drei spielen da oben, kriegt da nur einer? Kriegen da nur zwei Gehalt? Oder die Gage, besser gesagt? Ben hat angeordnet, den westlichen Sektor zu räumen. Der soll doch abgerissen werden. Kümmert das jemanden? Da ist gutes Zeug liegen geblieben. Du kannst überall ein Gespräch mit aufnehmen, du kannst überall was entdecken. Gott, ich liebe es.
muss es ja sagen, also selten so froh zu sein, so falsch über ein Spiel gedacht zu haben. Achso, ja doch, ja. Richtige Formulierung. Ich habe mich geirrt. Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ven Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter Slemo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Was macht Nix da? Mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Ach, so ein Drink. T85. Ja, nice. Ich bin ja so für einen Kaffee 85. Ist eher meine Kragenweite. Ah, Gott, was war... Ah. Die sind nicht so dicke mit den Wookies. Diese hey, Echsen. Also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Blöffen oder Freischaltbedingungen prüfen. 100 Credits. Ja, die habe ich mal eben nicht, aber wenn ich die hätte, blöffen, da kommt die nicht mit durch. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Oder? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade ihn zu klauen. Was? Weg da! Okay. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Gewitzt? Aber ich wollte eigentlich erst woanders hin. Ah, gut, der ist jetzt eh weg. Anlehnen. Okay. Wir noch irgendwas, was wir klauen können? Aber natürlich. Ein paar Kredite. Viel mehr sollte es hier auch nicht geben. Gut, dann gehen wir mal da hinter die Bühne und klauen noch ein bisschen mehr. Schön, dass wir jetzt zum Diebstahl verleiten, ne? Vielmal Dank. Ich muss sagen, so langsam gewöhne ich mich echt gut an diesen Kinomodus. Oder ich hält mir das schön, oder beides. Ah, endlich ein bisschen Ruhe. Obwohl, in dem Club war das echt cool. Ja, ich bin immer noch im Club. Apachen Club. Was denn? Apachen Pub, so. Da komme ich am Ende eh durch, also please. Nein. Okay, sie geht alleine hin. Nichtsahnende Gegner können durch einen Niederschlag ausgeschaltet werden. XXX. Okay. Das hat wahrscheinlich auch in der Faust gezwirbelt. Also, knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Ganz genau. Respekt, dass sie auch die ganze Zeit so schleichen kann. Mach das erstmal. Also spätestens jetzt hätte ich Muskelkater. Ich klau eine Karte. Oh, oh, oh. Cool, die hält sich da sogar so fest. Glitsch mich da kurz rein. Das ist jetzt mein Club. Also seriously, ich hätte mir das ja so gebaut, dass ich einen Blick auf die Band hätte, aber ja gut, wer bin ich schon? Wo hast du deine Karte? Gib mir die Karte. Echo Mio.
mal eine an. Da sind sie. Oh yes, was haben wir denn hier? Spielchips, Datenpads, komische Steine, aha. Ach, komm, Preban, in deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist Kay Bass. Dank Farid. Nein, nein. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Okay, endlich mal ein bisschen ballern hier. Aua! Kann ich dem Vieh irgendwas angreifen? Ja. Hol sie dir! Schnapp sie dir! Okay, sehr schön. Ha. Ja, die Kämpfe sind... Achtung, pun intended. Okay. Ah, shit. Ja, ganz cool. So. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Öffnen. Hallöchen. Sehr, sehr angenehm, auch mal einen Blaster dabei zu haben. Nicht immer nur ein Laserschwert. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Ach, gar nichts. Ich komme aus Club Tarsus. Jetzt kann ich die Musik gar nicht mehr hören und ich krieg wahrscheinlich Hautverbot. Mhm. Ihnen ist es nicht mehr erlaubt, Haut zu tragen. Endlich wieder Hautverbot. Moment. Hausverbot? Kann ich da noch was klauen? Nee. Nee. Da kann ich hoch. Okay. Ich muss diese Okay-Witze langsam mal lassen. Die sind auch nicht mehr intended. Es wird schon wieder morgen. Morgen, Freeman. Morgen, Freimann. Nix. Schnell angreifen zu lassen, lassen mit X einen Niederschlag folgen. Los, Nix. Du weißt, was zu tun ist. Nein, ich will den da angreifen. Tob dich aus, Nix. Nicht den! Nix ist beschäftigt. Der sieht auch ein bisschen beschäftigt aus da drin. Okay. Ey! Was? So, jetzt dahin und dann Niederschlag, ne? Boing. So eine richtige Harrison Ford-Klatsche. Ja, wollte ich ganz richtig. Die Harrison Ford-Klatsche kann nur Harrison Ford. Warum kann ich die jetzt nicht ausrauben? Ihr wisst schon, für das Kleingeld. Oh, oh. Ja! Yeah. Na gut, Max. Sorry! Okay, etwas unbeholfen, aber das geht schon. Oh, das ist überhitzt. Ich warte nicht drüber. Ey! Dinge, die Leute im Kampf nie tun würden. Boah, ich kann... Ist das die von vorne? Ja, das hab ich mal reingelassen. Kollegin. Sehr gut, mein Freund. Oh, yes. Da kann ich noch... Kann die sich eigentlich so rollen? Da muss ich wahrscheinlich gleich lang. Also wenn ich jetzt so renne und dann... Jo, die kann so sliden. Kann die dabei auch ballern? Gleich beim Kampf probieren. Da kann ich lang. Sorry, dass ich... Also, ich lasse mir lieber Zeit, weil... Boah, delicious. Ach so, da kann ich nur von... Okay, es gibt schon mal mehrere Wege, das ist auch geil. Weil du dann nicht immer nur so schlauchartig durch die Level musst, sondern du kannst dann auch die Gegner so ein bisschen umlaufen. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Ich will nichts übersehen, you know? Das mit dem LB, das muss ich noch lernen. Das schnelle Antippen von dem... Was sollen wir tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Kannst du den Lüftungsschacht öffnen? Was kann das Vieh eigentlich nicht? Steuern machen, aber das war's auch.
Entkommen aus dem Club Tarsus. Kann ich eigentlich mittlerweile speichern? Nee. Weiter benutzen. Aha. Ah, sehr schön. Gut, also, wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Okay. Wieder zurückgehen, da wartet uns eh keiner. Ja. Und schön mit dem Gesicht abbremsen. A, um zu springen. B, um, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich da runtersäge? Darf ich mit Sicherheit wieder hier hochspringen, aber für den Fall, dass ich da unten irgendwas übersehen habe. Ja, und dann darunter, ganz genau. Jo! Ah, erstmal durch alle Gärten durch. Gut, dass gerade keiner hier ist. Kann ich durch, sehr schön. Kehre zurück zum zerbrochenen Hof. Ja, ich gehöre hierhin. Ich bin völlig normal hier. Ich, der interessiert sich da gar nicht für. Kann ich eigentlich schießen? Ehrlich gesagt will ich gar nicht. Nee, kann ich nicht, tatsächlich. Schießen ist übrigens mit RT. Hatte gedrückt, um zu sprinten. Nee, mach ich gerade nicht. Ah Gott, ich muss mir alles durch. Ich muss mir alles angucken. Kommst du gerade durch so Gärten? Also, ja, durch so, ja, Hinterhöfe, sag ich mal. Los, zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Das ist die Kantine, genau. Na, jetzt möchte ich das aber auch direkt hier herausfordern. Ich wusste nicht, dass ich das brauchte. Dass ich ein Star Wars Spiel mit dem Hintergrund brauchte, also... Ich muss zum zerbrochenen Hof. Die sechste Sippe ist überall. Okay, überredet. Dass ich gerade so ein Spiel brauche, was... Naja, auch eher so die Schattenseiten der Galaxis aufzeigt, also so im Sinne von... Ja, so die Karte, bla und... Mega cool, richtig geil. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Warum? Ist ja auch nichts passiert. Kann ich hier irgendwas machen? Sollte ich hier überhaupt irgendwas machen? Sollte ich mich da jetzt wirklich ausruhen? Los, Tierchen, scan mal. Elgato. Geh in Kays Zimmer. Fünf Credits darauf, dass sie jetzt schon auf sie warten. Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ja. Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Bess! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, 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 nein! Komm schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit dir. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen!
Sam! Es ist nichts. Dein Bein! Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Wow, und sie geht auch vorne raus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, yeah. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Max. Avis, wo ist sie? Dann stimmt es. Sie hat euch erwischt. Sag mir einfach, wo sie ist. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Kann ich mit denen einen Kampf anfangen? Sollte ich das überhaupt machen? Ich denke nicht. Komm, wir verschwinden. Ich will ja nicht meckern, aber es ist eine Ratte unter uns. Hä? Geil, die stellen sich tot. Okay. Ernsthaft? Warte. Ist noch eine? Das war jetzt gerade kein Zufall. Jetzt macht das doch keine mehr. Wow. Ja. Voll Immersion. Warte. Boah, die Grafik. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich wirklich auf die Spiele, die so in 10 Jahren mal rauskommen. Ich freue mich jetzt auf die Spiele, die jetzt schon rauskommen. Da. Die stellen sich tot. Ach, wie geil. Also, dreht sich wieder um und so. Hä, verarscht. Okay, da komme ich hoch. Ja, und wie in jedem Ubisoft-Spiel darfst du wieder klettern. Oh doch. Du wärst überrascht. Achso, die kann auch so eine Doppelrolle. Doppelrolle. Was war das denn? Ah, ich hab B gedrückt zum Sprinten. Wie bei Elden Ring. Ich hau runter, ja, ne? Drücke R in der Nähe eines Haltepunkts, um deinen Greifhaken einzusetzen. Ach, darüber! Ach so. Weg. Gone. Qui-Gon. Ich kann immer noch nicht speichern, wow. Ich eigentlich hier letztes automatische Speichern vor weniger als einer Minute. Ah, ja. Kleber! Wir wissen, dass du Kay geholfen hast. Mach auf! Denkst du an deinem Leben? Sag uns, wo sie ist. Elvis weiß, dass du ihr die Pläne verkauft hast. Du kannst dich nicht verstecken, Kleber! Du reitest dich nun noch tiefer rein. Wir haben deinen Laden. Und du kannst uns nicht entkommen. Kleber! Ich will nicht, dass dem was passiert. Das war jetzt der Barkeeper, ne? Ich bin... Sie sind Preban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Ja, das hat auch einen bitteren Beigeschmack, weil sie ihn halt da so... Ja, mit... Oder war das der... Ah, ich weiß, ich bin unfassbar schlecht mit dem... Nee, Bram. Okay, das eine ist der Bram und das andere ist der Preban.
Preban ist der, der den Stift zusammengebaut hat, richtig? Ah, ich bin so schlecht mit Namen. Bin schon froh, dass ich mir meinen eigenen merken kann. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Danion und müsste da drüben sein. Danion. C. McDanion. Warten auf das hier?